Hallo ihr. Heute zeige ich euch, wie ihr überprüfen könnt, ob ein Update für euer Betriebssystem verfügbar ist und wie ihr dieses installiert. Geht bei eurem Android-Smartphone in die Einstellungen und wählt unter Optionen den Menüpunkt Geräteinformationen. Je nach Smartphone-Hersteller und Modell kann die Menüführung bei eurem Smartphone etwas von unserem Modell im Video abweichen. Klickt ihr nun auf den Punkt Software-Updates, zeigt euch euer Smartphone unter Jetzt aktualisieren an, ob euer Betriebssystem auf dem aktuellsten Stand ist oder ob ihr ein neues Update installieren könnt. In unserem Fall ist das Smartphone auf dem aktuellsten Stand. Wenn es bei euch nicht so ist, folgt nach Jetzt aktualisieren den Anweisungen auf dem Bildschirm. Achtet darauf, dass ihr mit dem WLAN verbunden seid und ihr genügend Akku habt, damit euer Smartphone während dem Update nicht ausgeht. Wenn ihr ein iPhone habt, also das Betriebssystem iOS nutzt, geht es so. Geht in die Einstellungen, auf Allgemein und wählt dort den Menüpunkt Software Update. Euer Smartphone sucht dann nach Updates. Ist ein Update verfügbar, klickt ihr auf Laden und Installieren. Danach wird das Update heruntergeladen, das kann ein wenig dauern. Klickt anschließend auf Jetzt installieren und das Update wird auf eurem Smartphone installiert. Es ist sehr wichtig, dass euer Betriebssystem immer auf dem aktuellsten Stand ist. Denn so vermindert ihr das Risiko, dass Viren und Malware auf euer Telefon gelangen oder euer Smartphone gehackt wird. Noch viele weitere Tipps und Tricks findet ihr auf handysektor.de. Euch noch einen schönen Tag und bis bald.